Ich muss dich irgendwie bestrafen. Aber vielleicht verfehle ich und du fällst weich. Was? Ja! 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 Ja.
Ja. Ja. Ja. Was zum Henker tust du da? Das ist doch Leszek, oder? Ja, das ist er. Ich habe ihn gefunden und bringe ihn zum Arzt. Hast du ihm auch einen Stein auf den Kopf werfen lassen? Oder ihn wenigstens im Kampf besiegt? Ich weiß nicht, wovon zum Teufel du da redest. Mich wolltest du auch töten lassen, nicht wahr? Aber Leszek hast du selbst erledigt. Ich sage dir, er ist nicht tot. Sieh doch selbst!
War's das schon? Ja. 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 Allmächtiger, schon wieder? Hey, wer ist da? Nein, sowas.
Was ist los mit dir? Ja! Was willst du? Der Schmied aus Sasau ist hinter den Bruchstücken eines Schwertes her, die ein Pilger hier vor kurzem verkauft hat. Sagt dir das was? Ja, hab selber eins gekauft. Steht nicht zum Verkauf. Ich zahle gut dafür. Das mag sein, aber erst müsste ich mich erinnern, wo ich's hingetan hab. Hab's verloren. Und ehrlich gesagt glaub ich, dass der Pilger nichts anderes war wie ein Scharlatan und sein Schwert nichts als Plunder. Lebe wohl.
Ja. 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 Ja! Was willst du jetzt wieder von mir? Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Was sagst du dazu? Mehr. Ja, das sollte passen. Ich bin an... Aha. Ein paar... Ne. Gut. Du... Dann viel Glück. Ja. Ja.
Was willst du? Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Weil du es bist. Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Du, was willst du von mir? Herr Divisch meinte, du schlägst dich mit Problemen herum. Und recht hat er. Diese verdammten Gerüchte. Wegen ihnen liegen meine Steinblöcke einfach nur nutzlos herum. Was ist denn mit den Steinen? Ein Stück brach ab und fiel jemandem auf den Kopf. Sie sagen, es lag an der Qualität des Steinblocks. Ha! Die waren wohl eher betrunken. Ist denn nicht möglich, dass... Nein! Sie kriegen immer das beste Gestein. Es wäre eine Sünde, ein heiliges Bauwerk aus schlechten Steinen zu errichten. Ah, tut mir leid, dass du Probleme hast. Ich wünsche dir viel Glück. Ach, Glück kann ich gebrauchen. Die Sache stinkt nach Geldgier und Politik. Tschüss. Habt ihr die letzten Steine bereits zugeschnitten geliefert? Nein. Warum sollten wir? Wir liefern das Gestein stets in dicken Blöcken. Ist einfacher für uns. Seltsam. Dort sagte man mir, sie waren froh, dass du kleine Stücke geliefert hast, weil es für sie weniger Arbeit war. Aber das ist unmöglich. Scheint, als wäre dein Steinblock nie angekommen und sie haben das hier erhalten. Unmöglich. Den letzten Block habe ich persönlich ausgeliefert, weil ich mit den Mönchen reden wollte. Und unterwegs ist nichts passiert. Dann muss dort jemand die Lieferung ausgetauscht haben. Aber was hätten die Arbeiter davon, die Lieferung zu ersetzen und dann zu behaupten, sie käme von uns? Ich glaube nicht, dass die Arbeiter wissen, was passiert ist. Da hat jemand anderes seine Finger im Spiel gehabt. Ein Dieb? Was weißt du über die Gerüchte? Im Kloster gab es einen Unfall. Und es sind Gerüchte im Umlauf, dass es wegen Gestein von minderer Qualität passiert wäre. Kann es denn nicht einfach mal passieren, dass ein Steinblock nichts taugt? Nein, das ist Verleumdung. Vielleicht fanden sie meine Blöcke zu teuer und haben sich einen neuen Steinbruch gesucht. Was auch dahinter steckt, ich will es wissen. Hier ist etwas von dem unglückseligen Stein, um den es geht. Alt und verwittert. Und sicher nicht von mir. Was? Das ist kein Gestein aus meinem Steinbruch. Siehst du die Körnung? Die stammt nicht von der Verwitterung. Der Stein kommt von anderswo. War mir eine Freude.
Tag. Der Schädel ist nicht echt. Jemand hat ein Geweih daran befestigt. Aber woher nimmt man einen Menschenschädel? Und warum so etwas tun? Um die Leute zu erschrecken und den Preis hochzutreiben? Aber das hilft niemandem. Es muss ein böser Narrenstreich gewesen sein. Ein Streich, der beinahe zum Tod eines Menschen geführt hätte. Dein Lehrling steckt hinter all dem, Baumeister. Was? Leszek sagte mir, der Schädel war Smolas Idee und dass er auch schuld am minderwertigen Gestein ist. Und noch Schlimmeres. Grundgütiger! Warum tut der Bursche so etwas? Ich habe immer für ihn gesorgt und... Jesus! Ich habe mich umgesehen. Der Stein, der auf den Mann fiel, ist anders als die üblichen. Ja, eine ganz schlechte Qualität. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen. Wir hatten sonst nichts und mussten weitermachen. So meinte ich das nicht. Diese Gesteinsart gibt es nicht in Thalmberg. Jemand muss die letzte Lieferung ausgetauscht haben. Warum sollte jemand so etwas tun? Vielleicht wurde der neuwertige Steinblock gestohlen und durch einen alten ersetzt. Oder der Bau sollte sabotiert werden. Aber der Wagen stand still. Es hatte geregnet und die Arbeit ruhte, weil wir sonst knietief im Schlamm gestanden hätten. Jemand musste also ungesehen den Steinblock fortschaffen. Diesen riesigen Steinblock? Dafür bräuchte man mehrere starke Männer. Ich weiß, du willst nur helfen, aber das wäre jemandem aufgefallen. Das schafft keiner, ohne bemerkt zu werden. Gott behüte dich.
Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Devisch. Mach's gut. Kann ich helfen?